Wir hatten uns das so vorgestellt, dass zunächst Norbert Hering, zu dem ich gleich etwas sage, etwas zur Geldpolitik, zur Entwicklung der Geldpolitik der EZB seit der Krise sagt. Was haben die da eigentlich gemacht? Für viele Leute ist das ja mit der Zentralbank immer so wie mit dem Papst, dass es irgendwie eine Black Box und irgendwann steigt weißer Rauch auf. Und das sei ja alles viel zu schwierig für die einfache Bevölkerung. Ich glaube, dass dem nicht so ist. Und Norbert Hering hat immer wieder unter Beweis gestellt, dass er so etwas sehr einfach erläutern kann. Und er wird auch über Alternativen zu dieser Geldpolitik sprechen. Und Norbert Hering ist selber Ökonom und Journalist bei einer sehr konservativen Wirtschaftszeitung im Handelsblatt. Und er hat dort eine Kolumne, Stimmt es das, wo er mit gängigen Mythen über die Wirtschaftspolitik aufräumt. Das heißt, er erfüllt damit einen Auftrag, der gerade in Deutschland sehr wichtig ist, über gängige Mythen in der Wirtschaftspolitik aufzuklären, weil in Deutschland waren die hohen Priester da relativ gründlich und versuchen immer wieder den berühmten Satz von Margaret Thatcher, there is no alternative, in die Köpfe zu hämmern. Norbert Hering ist auch Mitbegründer und Mitglied des sogenannten EZB-Schattenrates, der regelmäßig auch die Geldpolitik der EZB kommentiert. Er besteht aus verschiedenen Experten und er ist auch Mitbegründer und Co-Direktor der World Economics Association und Träger des Keynes-Preises. Er hat auch Bestseller geschrieben im Bereich der Wirtschaft. Ich gebe Norbert das Wort und freue mich dann auf die anschließende Debatte. Thank you, Fabio. Vielen Dank, Fabio. Es ist ein Vergnügen, hier zu sein. Ich wusste nicht, dass es so wunderbare Dolmetschdienste geben würde, also werde ich Englisch sprechen. Ich muss Fabio etwas korrigieren. Meine Kolumne ist vor einiger Zeit unterbrochen worden. Das muss man also in die Vergangenheit setzen. Ich habe das überführt in einen Weblog und das funktioniert auch ganz gut. Es ist also nicht viel verloren gegangen. Es ist wunderbar, hier zu sein. Meine Dankbarkeit möchte ich dadurch zeigen, dass ich sie nicht durch komplizierte wirtschaftliche Argumente über die Wirtschafts- und Währungspolitik spazieren führe. Stattdessen möchte ich Sie einladen, mit mir eine andere Warte zu betrachten, um die EZB und insbesondere Zentralbanken zu betrachten. Ich will nicht versprechen, dass Sie einen Gesamtüberblick aus dieser Warte erhalten werden, doch ich hoffe, dass Sie dort Punkte erkennen, die Sie aus der üblichen Warte sonst nicht sehen. Allgemein gesprochen sieht die EZB aus wie eine Sonderregierungsagentur, die das Interesse der Bevölkerung fördert, sich dafür einsetzt und dies mehr oder weniger unperfekt tut. Gleichzeitig laufen Diskussionen darüber, ob das alles so richtig ist oder nicht. Dort gibt es divergierende Perspektiven, die auf der Linken würden gerne etwas mehr Inflation zulassen und dafür etwas mehr Beschäftigung bekommen. Die Konservativen fokussieren sich auf die Inflation, sagen, Inflationskontrolle sei das Beste, was man tun könne für die Wirtschaft. Das ist also die Art von Diskussion, die dort stattfindet. Die Natur und die Beweggründe der EZB als solcher werden allerdings in der Diskussion nicht in Frage gestellt. Dies allerdings ist ein großer Fehler und darauf möchte ich abheben. Denn viel von dem, was die EZB tut und ablehnt zu tun, könnte sehr viel besser verstanden werden, wenn man die EZB betrachtet als integralen Bestandteil des Bankenwesens, als Institution, die immer mit Kommerzbanken zu tun hat, wann immer die Interessen der Banken und der Bevölkerung im Großen und Ganzen nicht kongruent sind. Was ziemlich häufig der Fall ist, wie wir während der Finanzkrise erlebt haben. Die EZB als eine solche Institution zu betrachten, ist gar nicht so weit hergeholt. Man muss sich einfach nur mal die Geschichte rückblickend betrachten. Zentralbanken sind historisch als Kommerzbanken gegründet worden.
Die Bank von England war eine Commerzbank bis weit hinein in das 20. Jahrhundert. Für andere Banken gilt das Gleiche. Schauen wir einmal nach Nordamerika. Die Bank von Nordamerika, die erste Vorgängerin der Federal Reserve, wurde von Robert Morris, einem Banker, für den eigenen Profit gegründet und betrieben. Gleichzeitig war er ein hoher Finanzbeauftragter. Dann die erste Zentralbank der Vereinigten Staaten. Der nächste Versuch, eine Zentralbank zu starten, war ebenfalls privater Business. Das gleiche gilt auch für die zweite Bank der Vereinigten Staaten. Damals wurde intensiv diskutiert über die Natur dieser Banken als privat-kommerzielle Institution. Alle drei wurden daraufhin bezichtigt, private Interessen über das öffentliche Gemeinwohl zu setzen. Dann schließlich kam die Federal Reserve. Der Plan, die Federal Reserve in den Vereinigten Staaten zu gründen, wurde auf einer geheimen Sitzung der einflussreichsten internationalen Banker der damaligen Zeit geschmiedet. Der Plan wurde durchgedrückt durch einen zögerlichen Kongress Weihnachten 1913, als niemand unter den Parlamentariern wirklich genau hinschaute. Die Führung dieser Institution ist absichtlich so geschaffen worden, dass die Regierung so wenig Kontrolle wie möglich darüber hat, sodass die Banker die gesamte Kontrolle in ihrer Hand behalten konnten. Im Laufe der Jahrzehnte, als diese bankenkontrollte Institution fehlgeschlagen hat, denken Sie nur an die große Depression, haben die Regierung mehr und mehr Einfluss auf sie geltend gemacht. Aber es gab einen Rückschlag. Wirtschaftswissenschaftler sind ja indirekt abhängig von Commerzbanken. Sie haben eine Theorie der zeitlichen Inkonsistenz gegründet, um die Zentralbanken wieder der Kontrolle der Regierungen zu entheben. Das bedeutet, den Bankern wurde wieder die Kontrolle zurückgegeben. Sie argumentierten für Unabhängigkeit wie damals, als die Fed gegründet wurde. Man muss allerdings eines sehen, als die Fed gegründet wurde, war die Stabilisierung der Inflation noch nicht einmal eine Zielmarke der Zentralbank. Zeitliche Inkonsistenz und all dieser Humbug, den die Wirtschaftswissenschaftler erfunden haben, das war damals noch kein Problem. Das ist einfach nur erfunden worden, um zurückzukehren zu der Ausgangssituation, dass die Regierungen kein Mitspracherecht haben, beziehungsweise die Banken selbst die gesamte Kontrolle bei sich haben. Kehren wir zu der heutigen Situation. Die Tatsache, dass Commerzbanken die Federal Reserve oder Zentralbanken insgesamt kontrollieren, kann man am besten in den Vereinigten Staaten mitverfolgen, wo auch die regionalen Federal Reserves von Commerzbanken des jeweiligen Bereiches gehalten und kontrolliert werden. Sogar der mächtigen New Yorker Fed, die Aufgabe hat, Wall Street zu beaufsichtigen. Da muss man sich wirklich nicht wundern, dass niemand den Lehman Brothers so viel Aufmerksamkeit zuwendet. Denn der Präsident der New Yorker Federal Reserve würde diese Leute dann wiedersehen im eigenen Vorstand, was nicht so gut funktioniert. In Europa sind die Dinge jetzt nicht so anders. Commerzbanken in Italien hatten während der Finanzkrise ein großes Problem mit einem Kapitaldefizit. Was hat man nun in Italien getan? Sie haben das Nominalkapital der Bank von Italien um mehrere Milliarden angehoben. Dies führte zu einer hohen Kapitalaufstockung für die großen Banken, die das Kapital der Bank von Italien in ihren Händen hielten. Hier stellt sich eine ganz interessante Frage. Zentralbanken, einschließlich der Bank von Italien, verfügen über große Mengen von Gold. Wem gehört dies? In Italien, das weiß man, es gehört den Banken, es gehört nicht dem Volk. Die Banken besitzen die Bank von Italien und besitzen auch das dort befindliche Gold. Denn ansonsten bekämen sie ja gar nicht das Kapital heraus, wenn man das Kapital der Bank von Italien aufstocken würde. Es gäbe noch mehr dazu zu sagen.
beschließen wir hier den historischen Rückblick und die institutionellen Details und befassen uns mit den Worten und Taten von Zentralbanken. Zunächst die Worte. Alle Zentralbanken sind sich einig, gemäß Jens Weidmann, dem Bundesbankpräsidenten, dass Kapitalmärkte in der Kontrolle der Finanzaufsichtspolitiken der Regierungen sein müssen. Da stimmen wir absolut beispielsweise Rolf Breyer zu, dem früheren Präsidenten der Deutschen Bank, der einen langen Artikel geschrieben hat über die Vorteile dessen, dass Regierungen sozusagen von der fünften Macht überwacht werden. Diese fünfte Macht hat niemals funktioniert für die Finanzmärkte. Das ist ein anderer Ausdruck für große finanzielle Institutionen. Die EZB und andere Zentralbanken sprechen nicht nur über die Kontrolle von Finanzinstitutionen, sondern sie setzen dies auch rigoros um. Die haben sogar eine Gehirnwäsche durchgeführt mit dem deutschen Verfassungsgericht, das kürzlich sagte, es wäre nicht verfassungsgemäß, wenn Regierungen von dem Druck der Finanzmärkte entbunden würden. Wann immer eine Regierung, wie beispielsweise in Spanien, soweit ich weiß, die Idee bekommt, sich der Kontrolle der Finanzmärkte zu entziehen, indem man Deals abschließt mit den eigenen Banken und direkt von den Banken Kredite aufnimmt, anstatt über die Anleihenmärkte zu laufen, dann wird die EZB dagegen ein Veto einlegen. Das bedeutet nämlich, dass sie selbst und ihre Gremien an Kontrolle verlieren würden. Die EZB verhehlt noch nicht einmal ihre freundlichen Gefühle für Commerzbanken. Eigentlich ist das für sie ein Ehrenzeichen. Alles, was gut ist für die Banken, ist gut für die Wirtschaft, sagen sie, und damit gut für das Volk. Das hört man ziemlich häufig von Zentralbankern. Die Wirtschaft und die Regierungen können dank dieses EZB-kontrollierten Systems sagen, dass sie so abhängig sind von Commerzbanken, dass dies stimmt. Paradoxerweise ergibt es sogar Sinn, dass eine vor kurzem erklärte Priorität des Bankenaufsichtsbereichs darin besteht, Profitträchtigkeit von beaufsichtigten Banken zu kontrollieren, also von großen Banken, die der Aufsicht der EZB unterstellt sind, haben den Vorteil, dass eine sehr mächtige Institution mit ihnen zusammenarbeitet, um den Profit anzuheben. Too big to fail wird also nicht einfach so vom Boden verschwinden. Die Beaufsichtigung der EZB interessiert sich ja auch für die Profitträchtigkeit der großen Banken, für die die EZB arbeitet. Und hier handelt es sich um eine konspirative Gruppe hochrangiger Commerzbanker und Zentralbanker, einschließlich Mario Draghi. Das bedeutet Treffen hinter verschlossenen Türen. Was den Teil Worte betrifft, lassen wir es dabei bewenden. Kommen wir nun zu dem Teil Taten der EZB. Immer noch gemäß der Perspektive, dass das Gemeinwohl, dass zumindest das Wohl der Bankengemeinschaft gefördert werden soll. Das Programm der EZB ist nicht effizient gewesen und hat das wichtigste Ziel verfehlt, für mehr Ausgaben, für mehr Inflation und einer Rückkehr zum Wirtschaftswachstum zu sorgen. Das ist ziemlich klar. Denn es beruht auf dem Bankensektor und den Finanzmärkten. Die Zentralbanken konzentrieren sich darauf, ihre eigenen Darstellungen zufolge, die Banken anzuregen, mehr Kredite zu geben. Aber das ist nur ein kleinerer Anteil. In den Ländern, wo mehr Kredite nötig sind, sind die Banken schwach. Und ihnen ist es wichtig, vor allen Dingen, dass ihre eigene Bilanz gut dasteht. Das Kreditrisiko ist ziemlich hoch. Das heißt, Kreditvergabe ist für diese Banken keine attraktive Option. Und deswegen werden auch nicht sehr viele Kredite extra vergeben. Eine sehr viel einfache Möglichkeit für Banken,
überflüssiges EZB-Geld loszuwerden, ist aufzukaufen. Zum Beispiel Anleihen, Aktien, Immobilien oder Sie können anderen Menschen Kredite geben, damit sie dies tun. Dies führt dazu, dass die Preise dieser Vermögensgegenstände in die Höhe getrieben werden. Einige Zentralbanken geben zu, dass dies der Hauptkanal ist, der ihnen vorschwebt. Die Bank von England gehört dazu. Alan Greenspan sagte das auch selbst, als er zum Beispiel die Immobilienblase gestartet hat. Für unsere Zentralbanken ergibt sich das auch ganz klar aus ihren Taten. Die Zentralbanken achten genau, was passiert auf den Aktienmärkten und sie werden jedes Mal nervös, wenn es dort Schwankungen gibt. Ein Beispiel ist die Federal Reserve. Seit Jahren erhielten sie Signale, dass in vielleicht 9 bis 12 Monaten die Zinsraten angehoben würden. Dann würde eine Schwäche auf den Aktienmärkten eintreten und hätte gegenteilige Auswirkungen, wie das vor kurzem geschehen ist. Die EZB hat im letzten Herbst darauf hingewiesen, dass sie ihr QE-Programm und die niedrigeren Zinssätze intensivieren würde. Damals gab es im Prinzip von wirtschaftlicher Seite aus keine negativen Nachrichten, aber die Aktienmärkte hatten sich über die Sommerpause erholt. Die EZB wird als Institution betrachtet, die das Ziel hat, den Finanzsektor und die Reichen zu bedienen. Und so betrachtet hat die EZB auch keinen Anlass, sich zu beklagen, zumindest nicht bis zum Ende des letzten Jahres. Jetzt sieht es auf den Märkten eher etwas durchwachsen aus. Die Vermögenswerte, die eine solche finanzmarktorientierte Politik in die Höhe getrieben werden, sind unverhältnismäßig stark in den Händen der Reichen und des Finanzmarktes. In den Vereinigten Staaten ist es so, dass 0,1% der Bevölkerung genau so viele dieser Vermögensgegenstände in der Hand hat, wie sonst die andere Hälfte der Bevölkerung. In Europa ist die Situation nicht ganz so trübe, aber doch ziemlich ähnlich. Nun, boomende Assetmärkte oder Märkte boomen oder Vorteile, die sich ergeben aus Märkten, die vor dem Kollaps bewahrt werden. Da gibt es schon Vorteile, die sich vielleicht auswirken auf Leute, die in der normalen Wirtschaft wirken, aber das ist nur ein Nebeneffekt. In allererster Linie geht es darum, dass Reiche und Banker noch reicher werden. Schaut man sich nur die Zahlen an. Zwischen Post-Lehman und Ende 2015 haben die Aktienmärkte in Deutschland und den Vereinigten Staaten sich fast verdreifacht. In der Eurozone haben sie sich fast verdoppelt. In den Vereinigten Staaten, in Deutschland waren sie zumindest Ende 2015 signifikant höher als während der Spitzenzeiten von Pre-Lehman. Und in der Eurozone kommt man dem auch ziemlich nah. Das heißt, Finanzinstitutionen und reiche Menschen, die und andere von der Zentralbank in die Inflation getriebene Vermögenswerte halten, wirklich überhaupt keinen Grund haben, sich über die EZB zu beklagen. Für die hat die ausgezeichnete Arbeit geleistet. Ich habe ja gesagt, es gibt diese Nebenwirkungen, die sich da so einschleusen in die Realwirtschaft. Das ist wirklich ein Witz. Ein amerikanischer Komödiant, Bill Rogers, sprach zum ersten Mal darüber und kritisierte die fehlgeleitete Inflationspolitik von Herbert Hoover. Das Geld floss alles an die Spitze in der Hoffnung, dass es allmählich heruntergehen würde zu den Ärmeren. Die Wirtschaftswissenschaftler haben sich darauf berufen und auch nicht davor zurückgescheut, von diesem nach unten sickern zu sprechen. Was ist jetzt mit Alternativen? Es gibt einiges, was die EZB nicht tut, weil es nicht im Interesse der Bankengemeinschaft ist. Es gäbe beispielsweise kein Quantitative Easing für normale Menschen, um Geld in die Realwirtschaft zu lenken, anstatt in die Finanzmärkte. Die Zentralbanken würden dies nicht tun, obwohl solche Alternativen
Geldpolitiken höchstwahrscheinlich sehr viel effizienter sind als QE, um Nachfrage und Ausstoß zu verbessern. Es gibt nun verschiedene Optionen dafür, wie das möglich wäre, wie die Nachfrage in der Realwirtschaft gefördert werden könnte. Ich möchte nur zwei Beispiele benennen. Die EZB könnte frisch geschaffenes Geld in die nationalen Regierungen pumpen. Diese Regierungen würden die neuen Fonds nutzen, um ihre Ausgabenpolitik zu verbessern. Also es würde dann mehr Ausgaben getätigt werden. Die neu geschaffenen Fondsmittel könnten dann auch fair aufgeteilt werden zwischen allen Bürgern der Eurozone. Diese Art von Bürgerdividende würde direkt für mehr Kaufkraft in den Portemonnaies der Menschen sorgen. Es ist unmöglich, dass eine dieser Maßnahmen die Nachfrage nicht ankurbeln könnte. Und das würde passieren, ohne dass jemand tiefer in die Schulden einsteigen müsste, so wie das aber notwendig ist durch die aktuellen Politiken. Es ist einfach ein Feintuning zu machen, zum Beispiel jedem Bürger einen Scheck von 500 Euro zu geben. Mal schauen, wie das funktioniert über ein, zwei Monate. Und wenn das nicht funktioniert, dann noch was nachzuschicken, bis man festgestellt hat, dass es reicht. Ein Hauptwirtschaftswissenschaftler der EZB, der dann direkt eingestiegen ist in einen hochdotierten Lobbyistenjob bei Goldman Sachs. Das ist im Übrigen der übliche Karriereweg für erfolgreiche Zentralbanker. Die besitzen alle gut dotierte Jobs in der Finanzgemeinschaft. Und andere, wie zum Beispiel Mario Draghi, kommen ja auch aus der Finanzgemeinschaft. Nun, dieser Mann sagte, es wäre eine desaströse Option für die Commerzbanken und die EZB. Und er hat recht. Bürger bzw. Regierungen wollten diesen Mechanismus nämlich auch in Nicht-Krisenzeiten fortsetzen. Dies würde bedeuten, dass kein Geld übrig bliebe, um es den Banken als Geschenk zu geben. Sie müssen noch nicht einmal meinen Worten glauben, was die Auswirkungen von QE betrifft. Sie können den Worten der Zentralbanker und der Superreichen glauben. Die müssen ja am besten Bescheid wissen. Ich beginne mit Andrew Hussa von der Fed, der im Wall Street Journal folgende Entschuldigung von sich gab. Ich kann wirklich nur sagen, Amerika, es tut mir leid. Als früher Beamter der Federal Reserve war ich dafür verantwortlich, das Quantitative Easing der Fed umzusetzen. Die Zentralbank benutzt dies weiterhin als Instrument. Aber ich habe das Programm jetzt durchschaut. Das größte Bailout, das es jemals für Wall Street gegeben hat. Er sagte, im März 2010 ging die erste Runde zu Ende. Die Banken genossen eine große Kapitalaufstocken und Wall Street hat das profitreichste Jahr überhaupt im Jahre 2009 und 2010 erlebt. 2010 begann so ähnlich. Also das war derjenige, der damals für QE verantwortlich war. Donald Trump war ziemlich konkret 2012, sagte er auf CNBC zu Quantitative Easing, Leute wie ich werden davon profitieren. Oder dann die Bank von England gab 2012 zu in einem Bericht, dass Quantitative Easing im Wesentlichen denen zugute kam, die schon im Wohlstand lebten. Dieses Programm hat den Wert der Anleihen und Aktien um 26% angehoben, beziehungsweise 927 Milliarden. Und 40% dieser Gewinne gingen an die Reichen, also 5% der britischen Haushalte. Ich würde einmal sagen, das ist grob unterschätzt, aber sei es drum. Die Bank von England konterte Kritiken, indem sie sagte, die Vorteile des QE sind vielleicht nach unten durchgesickert und ohne den Aufkauf dieser Vermögensgegenstände wären die Leute vielleicht noch schlimmer gewesen. Also füttert die Reichen, damit die Krümel unter den Tisch zu den Armen fallen. Druckenmiller sagte, bei einem Fed
Beschluss, die Geldpolitik nicht zu lockern. Das ist wunderbar für alle Reichen. Das ist die größte Wohlstandsumverteilung von der Mittelschicht und den Armen zu den Reichen hin, die es jemals gegeben hat. Wer hat das Vermögen? Die Reichen, die Milliardäre. Glauben Sie, Warren Buffett hasst das? Glauben Sie, mir gefällt das nicht? Ich hatte gestern einen richtig guten Tag. Wenn Sie mir immer noch nicht glauben, dann schauen Sie sich doch mal die Forbes-Website an. Dort gibt es eine tägliche Einschätzung des persönlichen Reichtums der Milliardäre auf dieser Welt. Jedes Mal, wenn es bei der Fed oder bei der EZB eine Art dieser Überraschung gibt, sollten Sie sich einmal diese Website ansehen. Die Reichen werden da Freudensprünge machen. Vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie diese alternative Perspektive gemeinsam mit mir sondiert haben. Ich hoffe, Sie haben jetzt Dinge erfahren, die Sie noch nicht kannten.